Ja, hallo, diese Schlüsselfrage ist doch interessant, die wir stellen wollen heute. Nämlich die ideale Wirtschaftsform. Ja, also das Internet ist voll von Irrtümern über unsere Gesellschaft, über unsere Wirtschaftsform. Alles ist nur Irrtum. Und deswegen reden wir jetzt über die ideale Wirtschaftsform aus naturwissenschaftlicher Sicht, also nicht aus irgendwelcher Spinnersicht, sondern aus der Sichtweise, wie sie der Tradition von Kopernikus, Kepler, Galilei, Sir Isaac Newton, gerade gestern wieder in der Anstalt gewesen, ja, Gregor Mendel, Charles Darwin, Wallace, Professor Richard Dawkins und Weltrat, der also quasi das Erbe der Aufklärung und der echten Naturwissenschaft verwaltet gegen all das Pseudowissenschaftliche, was sich so eingeschlichen hat in der Welt, immer mehr sozusagen. Ja, also ideale Wirtschaftsform, die darf auch Sozio- und Psychopathen, sie darf rücksichtslosen, skrupellosen Menschen, antisozialen, dissozialen Persönlichkeitsstörungen und so weiter kein schlechtes Tun erlauben. Ja, also die ideale Wirtschaftsform darf einfach nicht das erlauben. Und bisher haben alle Wirtschaftsformen immer erlaubt. Entweder waren es im Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, in DDR-ähnlichen Systemen waren es immer irgendwie die Bonzen, die dann als Soziopathen, Psychopathen oder was auch immer und Diktatoren sich bereichern konnten auf Kosten der Menschen. Oder in unserem Wirtschaftssystem, die Marktwirtschaft, da wird das regelrecht erzwungen, sozusagen, die Firmen werden regelrecht zur Skrupellosigkeit gezwungen, denn sie können auf dem Markt nicht überleben, ohne dass sie, sozusagen Profite auf Kosten der Menschen machen und uns allen Schaden zufügen. Deswegen ist ja die Marktwirtschaft genauso eine große Menschheitsdummheit wie eben der Pseudokommunismus, Pseudosozialismus. Und deswegen, jetzt schauen wir uns mal hier die Sachen an. Am Beispiel einer Diskussion, also wir haben ja wir haben ja unseren Samstalk Viertel nach acht, wo jeder dran teilnehmen kann, jeder herzlich eingeladen ist. Aber es gibt zwei Foren, wo man direkt mit uns ins Gespräch kommen kann. Das freieargumentekultur.de Forum, können Sie hier direkt abschreiben und eintippen. Und ja, da können Sie auch direkt mitreden, sozusagen. Aber nicht im rechtsfreien Raum. Ja, so in YouTube oder überall sonst im Internet, da ist ja der Narrenfreiheit für Kriminelle. Das ist natürlich in unseren Foren nicht der Fall. Keine illegalen Äußerungen, keine kriminellen Äußerungen, kein Beleidigen, Diffamieren, sondern nur gute Argumente. Also, aber wer eben nicht kriminell ist, ist herzlich eingeladen zu unserem Samstalk, Viertel nach acht. Infos, ja, wo Infos, zum Beispiel hier, da geht man dahin. Also, ich bin ja ein Idiot. Man sollte das wieder wegklicken. So, ich wollte zeigen, also man muss hier wahrscheinlich, ach so, dann muss man doch dahin, manchmal muss man doch dahin. Hier rechts steht dann sowas wie die nächsten Talkshow-Termine. So, die nächsten Talkshow-Termine und
Ja, die nächsten Partei-Talkshow-Termine. So, gucken wir mal. Hier, dann steht es hier, jeden Samstag, unser Samstag, unsere Viertel nach acht. Also, für Parteiinteressierte, für Kommuneninteressierte, für alle, die sich für ein besseres Leben, für Gemeinwohlorientierung, verantwortliches Handeln in der Welt und so weiter, für alles interessieren. Das finden Sie alles hier. Und da können Sie uns eine E-Mail mit Telefonnummer schicken. Ja, und dann bei den Foren, dann haben Sie auch hier noch ein Forum, Forumsmöglichkeit, Weltrat erweisen. Da können Sie direkt auch ins Gespräch mit uns kommen, in Argumente-Austausch kommen. Also auch dort, hier überall werden kriminelle Äußerungen natürlich nicht geduldet, also Beleidigungen und was auch immer. Dieser Müll des Internets wird bei uns natürlich nicht geduldet. Aber alle guten Argumente, sachlichen Argumente, kann man jederzeit äußern. Und hier dann bei dem Freie Argumente Kulturforum, da haben Sie hier den Schnellzugriff, wenn man da draufklickt und dann auf aktive Themen geht. So arbeite ich immer, dass ich nur mit diesem aktive Themen arbeite, zum Beispiel. Und jetzt schlage ich das hier auf, das habe ich hier schon aufgeschlagen für Sie. Und da hatte der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt von Maischberger, Stefan Raab, NDR, SWR und so weiter und so fort, also etwas geschrieben, und dann hatte ich ihm geantwortet hier, und leider geht's nicht größer, denn leider ist die Forumtechnik, meine Aufnahmetechnik, nicht ganz angepasst. Ich hätte es Ihnen gern noch größer gezeigt. Nun hatten wir beide eine sehr ethisch-moralische Erziehung genossen und das Post-Conventional Level erreicht und ich deswegen meine Praxis geschlossen, weil Arbeiten in einer marktwirtschaftlichen Gesundheitssparte nicht verantwortbar ist. Ja, im marktwirtschaftlichen Rahmen ist nichts verantwortbar, weil man immer in diesen Kreislauf reinkommt, dass man während seines Studiums, seiner Ausbildung, die sparteninternen vorteilbringenden Irrtümer lernt, mit denen man dann quasi die Bevölkerung abzockt und mehr Schaden anrichtet als Nutzen, ohne es selbst zu merken. Und ich bin halt einer der wenigen, die das gemerkt haben und dann deswegen seine Praxis geschlossen haben, genauso wie der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, komplett auch aus diesem Staat ausgestiegen ist. Er war ja im Fernsehen und ist im Fernsehen immer wieder als der Aussteiger der Nation sozusagen. Und ja, weil es einfach ist in der Marktwirtschaft, habe ich noch kein unschädliches Handeln gefunden von irgendjemandem. Ja, weil die Marktwirtschaft ein System ist, das durch Wettbewerbszwänge die Menschen dazu zwingt, auch die bei allerbester Absichten sind, dazu zwingt, Schlechtes tun zu müssen. Ja, und dann schreibe ich weiter, was aber, wenn wir absolute Ausnahmen sind, die Masse eher konventionelle Herdenmitläufer, ich habe es klein geschrieben wegen des Post-Conventional Levels von Lorenz Kohlberg, dem Psychologen, der die moralische Entwicklung skizziert hat. Ja, die Frage ist aber auch auf der anderen Seite, ist das Moralische überhaupt, ist meine ethisch-moralische Erziehung überhaupt was Gesundes? Das ist es nicht eigentlich was Unnatürliches? Ja, generell müssen wir uns da fragen hier, ob wir das nicht, was ich jetzt dann schreibe, nicht grundsätzlich brauchen. Dann brauchen wir in Staat und Kommune grundsätzlich immer einen Rahmen, der Schlechtes tun auch bei Menschen verhindert, die das Post-Conventional Level nie erreichen, oder nicht?
Also nochmal andersrum gefragt, brauchen wir nicht in Staat und Kommune grundsätzlich immer einen Rahmen, der schlechtes Tun bei Menschen grundsätzlich verhindert? Und ist das nicht die große Menschheitsdummheit gewesen, dass die beiden großen Systeme, Pseudokommunismus, Pseudoplanwirtschaft, DDR-ähnliches auf der einen Seite und marktwirtschaftliches auf der anderen Seite, dass diese beiden Systeme sozusagen überhaupt nicht unterbinden können, schlechtes Handeln, sondern eher schlechtes Handeln regelrecht begünstigen und über versteckte Fehlanreize quasi letztendlich schlechtes Verhalten vermehren. Also schlechtes und schädigendes Verhalten vermehren. Genau das war der große Menschheitsfehler und Menschheitsirrtum. Und den hat ja der Weltrat Next Scientists for Future ja entdeckt und aufgedeckt, ja. Aber ich lese mal weiter. Und Sie wissen ja die Lösung heißt Wechsel zur Gemeinwohlwirtschaft oder in eine Kommune. Und sobald die Kommune anfängt, die Erfindungen Tauschhandel, Markt, Ferntauschhandel wieder nutzen zu wollen, dass dann sofort das nur in gemeinwohlwirtschaftlicher Form stattfinden darf. Denn sonst hat man wieder in die Falle der Marktwirtschaft. Wobei wir ja noch gar nicht wissen, ob es überhaupt möglich ist, der Menschheit jemals möglich ist, die Falle der Marktwirtschaft zu verlassen oder ob die Falle der Marktwirtschaft einfach notwendig immer wieder zu einem Gehirnschwund führt, der den Menschen es geistig, der Mehrheit der Menschen es geistig nicht mehr ermöglicht, die Marktwirtschaft in ihrer Unsinnigkeit zu reflektieren und so dann wieder raus aus dieser Falle kommen zu können. Ja? Und das ist die Frage, die sich sowieso klärt. Also auch wenn wir jetzt demnächst in Köln dann vielleicht anfangen für die Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen und so weiter, die Menschen anzusprechen mit den Flyern der Partei des Gemeinwohls, ja, da wird die Frage sein, ob wir da überhaupt, vielleicht ist da auch gar nichts erreichbar, ja. Also, auch, ich lese mal weiter, auch, jetzt habe ich was falsch gemacht hier, so, auch wenn für die 30 Millionen Menschen bräuchte man vielleicht, die in Kommunen leben müssten, also unser Ziel ist ja, dass wir 1-2 Kommunen so hinkriegen, dass sie so attraktiv werden, dass dann ein Millionenzustrom in genau dieses Kommunenmodell dann reinkommt. Also die ideale Gemeinwohlkommune. Ich nenne es jetzt mal ganz bewusst. Ich rede quasi von den zwei einzigen Rettungsmöglichkeiten für uns Menschen. Gemeinwohlkommune und Gemeinwohlwirtschaftspartei, also die Partei des Gemeinwohls PDG, ja. Also, wir haben nur diese zwei Dinge, die unser Leben retten können, denn unser Leben taugt nichts. Wenn Sie denken, das Leben, was Sie gerade haben, sei wahres menschliches Leben, dann kann ich Sie nur bemitleiden für diesen bedauernswerten Irrtum. Sie und ich und wir alle haben noch nie leben dürfen, weil Marktwirtschaft und Pseudokommunismus, Pseudoplanwirtschaft, DDR-ähnliches das nicht erlauben. Also Pseudokommunismus und Marktwirtschaft erlauben nicht leben zu dürfen. Ja, das geht dort nicht. In zwei kranken Systemen gibt es immer nur Unglück, Unglück, Unglück. Ja,
Also auch wenn für die 30 Millionen Menschen, die wir also als Kommunen brauchen, also auch 30 Millionen Menschen, also mit 24 Millionen Menschen für die Partei des Gemeinwohls, die ja in der Testwahl 56% erreichte, das wären vielleicht 25 Millionen, also die Gemeinwohlwirtschaft erreichte das. Das wären ja ungefähr mit 25 Millionen Wählern kann man ja schon alleine regieren und den Kanzler stellen kann man ja schon mit, ja, wie viel denn? Wir haben das, wie war das? 20%, ne? Also mit 20% kann man den Kanzler stellen, das heißt also 20%, das sind ja nur 4,7, ja, sagen wir mal 9, ja, also sagen wir mal Größenordnung 10% mit 10 Millionen Menschen können Sie schon, mit 10 Millionen Wählern können Sie schon den Kanzler stellen in Deutschland, ja? Mehr braucht es nicht, ja, weil 20% reicht, um den Kanzler zu stellen. Ich glaube, es reichen sogar 18% oder so, ne? Naja, gut, aber wenn die Konstellationen dann noch passender sind, ja. Also auch wenn für die 30 Millionen Menschen oder 10 Millionen Wählerinnen nur Erfüllungsgehilfe, das Hirn nur Erfüllungsgehilfe für ihre kurzsichtigen Gelüste bliebe, würde es in Gruppenehe als Kommunenteil und Gemeinwohlwirtschaft ab Tauschhandel und im Staate dennoch kein schlechtes Tun geben können, weil der Rahmen es im Gegensatz zum bisherigen nicht mehr zulässt. Ja, also in dem Gruppen, also wir sagen ja, in der Kommune darf es alle Lebensformen gehen, alle Polyamore-Krüppchen, Monogamisten, Singles, alle Lebensformen sind ja erlaubt in den unseren Kommunenprojekten, selbstverständlich, und auch alle Religionsfreiheit auch und so weiter. Alles, solange es nicht zu einem Fehlverhalten führt, ja. Und die Religionen sind Privatsache und gehen uns auch in der Kommune erstmal nichts an, ne? Aber letztendlich das schlechte Tun wird also zum Beispiel in dem Gruppeneheanteil, also den ich selbst favorisieren würde, also die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe, die in der wachen ja die Frauen darüber, dass sie genauestens beobachten, wie nützlich die Männer mit ihren Geschenken für die Frauen und Kinder der Gruppe sind. Und da wird es auch Regelungen geben für mögliche Ausstiege. Es muss ja alles abgesichert sein. Es muss Verträge geben, die bei Strafe, Vertragsstrafe verbieten, sowas wie Vaterschaftstests verbieten und untersagen. Da muss man Regelungen finden, die dann vielleicht auch mit dem geltenden Recht in Ordnung sind, denn die Gruppenehe funktioniert nur, wenn niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, dann verhält sich jeder Mann in der Gruppe väterlich gegenüber jedem Kind, weil ja jedes Kind genetisch sein einziges eigenes Kind sein könnte, und deswegen ist dann ein väterliches Verhalten gegenüber allen Kindern ideal. Das geht natürlich normalerweise nur in einer entsprechenden genetischen Homogenität einer Gruppenehe, weil selbstverständlich in der Gruppenehe letztendlich wenn ich natürlich zum Beispiel jetzt einen Mann habe mit einer schwarzen Hautfarbe und einen Mann habe mit einer weißen
Hautfarbe, dann kann man natürlich an der Hautfarbe des Kindes doch sehr leicht erkennen, wer der Vater des Kindes ist. Also man hat dann quasi einen indirekten Vaterschaftstest und das zerstört natürlich die Mechanik der Gruppenehe, denn die Mechanik der Gruppenehe funktioniert ja so, dass das väterliche Verhalten eben dadurch kommt, dass man eben nicht am Aussehen des Kindes sofort erkennen kann. Denn bei den Bonobos ist es halt so, dadurch, dass alle Männer in der Gruppe miteinander verwandt sind, weil sie quasi, weil die immer die Männer in der Gruppenehe bleiben und die Töchter abwandern in andere Gruppenehen und dort ihr Liebesleben beginnen. Dadurch verbleiben ja immer die männlichen und die immer in ihrer Ursprungskommune und dadurch sind die alle miteinander verwandt und dadurch können sie eben am Aussehen nicht erkennen, wer der Vater welches Kindes sein könnte. Und dadurch ist das natürlich dann die perfekte Gruppenehe. Also man sollte die Gruppenehe also schon so gestalten, dass auch die Männer sich relativ möglichst ähnlich sehen sollten für den Gruppeneheanteil, damit auch dort eben sozusagen nicht am Aussehen sofort abgelesen werden kann, wer der Vater welches Kindes ist. Denn das führt dann leider immer doch wieder dazu, dass Männer dazu neigen. Wir wissen ja, dass die Wahrscheinlichkeit, wurde ja naturwissenschaftlich untersucht, dass wenn Männer wissen, dass sie eben nicht der Vater eines bestimmten Kindes sind, dass dann die Gefahr, dass sie es töten oder misshandeln, ungefähr 40 Mal größer ist, als wenn sie denken, das sei ihr leibliches oder es könnte ihr leibliches Kind sein. Ja? Und das ist eben der Grund, warum man da vorsichtig sein muss. Aber generell in Gemeinwohlwirtschaft und so weiter, immer ist der Rahmen so, also in der Gruppenehe als Kommunenteil, ist es so, dass die Frauen also genauestens beobachten, wie liebevoll die Männer die Frauen und Kinder beschenken. Und danach hängt es ab, wie trotzdem alle mit allen in Liebe sind und alle mit allen Körperkontakt haben, vor allem die Frauen mit allen erwachsenen Frauen und Männern Sex haben. Aber dennoch werden die größten Schenker natürlich und die liebevollsten Männer natürlich besonders liebevoll behandelt und haben dann auch eine größere Wahrscheinlichkeit, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden. Dafür sind die weiblichen Körper ja programmiert, dafür ihre eigenen internen Programme zu haben. Ne? Und insofern wird über asoziales Verhalten und so weiter streng gewacht durch die Frauen, ja, und insofern lässt auch die Gruppenehe als Kommunenteil grundsätzlich kein schlechtes Handeln zu, kein schlechtes Tun zu und die Gemeinwohlwirtschaft lässt ja sowieso kein schlechtes Tun zu. Ja, und dann schreibe ich so, könnte nicht dein, also Öffis oder Diplom-Theologe Jürgen Wagners, Schwerpunkt sein, Menschen an das Post-Conventional Level heranzuführen, meiner das Setzen derjenigen Rahmenbedingungen, die auch dem pathologischen, rücksichtslosen und skrupellosen beziehungsweise Soziopathen und Psychopathen, der antisozialen, dissozialen, asozialen Persönlichkeitsstörung keinerlei schlechtes Tun gestatten, ganz im Gegensatz zur bisherigen Welt. Also alle bisherigen Gesellschaftssysteme in den letzten 400.000 Jahren haben also immer den Skrupellosen, den Dissozialen, den Asozialen, aber auch dem Gutmenschen immer regelrecht gezwungen, Schlechtes tun zu müssen, auch wenn er sich dessen gar nicht bewusst war.
Ja, das heißt, so viel dazu, dass Sie also, und da könnten Sie jetzt antworten, ja, und dann schon sind Sie dabei schriftlich und mündlich können Sie natürlich dabei sein. Und wie gesagt, hier das Weltratforum, da können Sie, so das Weltratforum, da können Sie direkt dabei sein, da können Sie direkt dabei sein. Also, und ich mache jetzt mal zum Schluss noch, mache ich noch mal kurz hier eine Pause. Ja, jetzt gucke ich nur, ob ich noch was ganz Wichtiges für heute vergessen habe. Für diese kleine. So, und hier noch mal die Flyer, die provisorischen der Flyer der Partei des Gemeinwohls. Na, da ist wieder hier. Da hier nochmal ein Flyer aufgeklappt. So, dann haben wir hier mich nochmal und dann haben wir hier, ja, das Forum, ein zweites Forum, wo ich gerade eben vorgelesen habe. Das ist das, hier geht's um die Gemeinwohlkommune und dann hier geht's um die Gemeinwohlgesellschaft, die Gemeinwohlwirtschaftspartei, die erste der Welt. Und ja, hier die unsere Kritzeleien. Ja, also das heißt, Marktwirtschaft ist immer eine Diktatur, führt immer zu Pseudodemokratien, Scheindemokratien und faktischen Diktaturen. Was wir gerade wieder eben erleben, wie gerade die Gesundheitssparte im Moment mit voller Erlaubnis, weil ja alle gleichgesinnt sind und alle die gleichen vorteilbringenden Irrtümer infiziert sind von den Killerviren des Geistes, den parasitären Memen, den irrationalen Kognitionen, kurz den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten und ihren Profitinteressen voll sozusagen ja infiziert sind und alle davon verseucht sind. Und deswegen sind alle gehirngewaschen, die gesamte Bevölkerung bis auf 20% etwa ist vollständig gehirngewaschen und folgt alle den Profitinteressen der Gesundheitssparten. Also wir haben im Moment, natürlich haben wir eine Diktatur aller etwa 100 Sparten der Gesellschaft, aber zurzeit dominiert im diktatorischen Handeln sozusagen, im Moment haben wir überwiegend eine Gesundheitsspartendiktatur weltweit. Und ja, und demnächst kommt auch mal wieder was anderes. Ja, vielleicht beim nächsten Weltkrieg haben wir dann wieder eine Diktatur der Waffensparten und so weiter. Ja, also das kommt immer darauf an, also wenn ich sage Diktatur der Waffensparten oder Diktatur der Gesundheitssparten, dann ist das immer nur, welche Sparte ist gerade mit ihrem diktatorischen Bemühen die gesamte Welt oder Gesellschaft einer kompletten erfolgreichen Gehirnwäsche zu unterzuziehen, gerade mal wieder am erfolgreichsten. Und im Moment ist halt die Gesundheitssparte mit ihrem Gehirnwäscheapparat am erfolgreichsten. Und wie gesagt, keiner ist sich dabei einer Schuld bewusst. Ja, alle Beteiligten sind unschuldig und haben sich nicht verschworen, sondern sie haben einfach nur in ihrer Kindheit diejenigen vorteilbringenden Irrtümer für Wahrheiten gehalten, die die verschiedenen Sparten ausgesandt haben und erfolgreicher Journalist und Wissenschaftler an der Universität und so weiter, Pseudowissenschaftler der Pseudo-Universitäten und so weiter und Politiker und Parteienmitglied. Erfolgreich wird man immer nur, wenn man ganz viele Sparten also ganz viele vorteilbringende Irrtümer im Kopf schon von Kindheit her mitbringt, dann hat man die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Karrieren, weil sozusagen
man sonst von den Geldflüssen ja nichts abkriegt, ja, die ganzen Geldflüsse, es ist ja quasi so überall diese Geldflüsse von den Sparten hin zu den Medien, über die Werbespots und die Werbeschaltungen und so weiter, hier über die Product Placements, hier über die Parteispenden, über die Lobbyistengeschenke und die Jobs und so weiter. Also sozusagen erfolgreiche Karriere macht immer der, der schon in der Kindheit so viel vorteilbringende Irrtümer aufgesammelt hat, schon so, dessen Gehirn schon so infiziert ist von allen möglichen vorteilbringenden Irrtümern der großen und mächtigen Sparten der Gesellschaft sozusagen, dass er dadurch schon sein Gehirn schon die richtige Gehirnwäsche intus hat, und diese Gehirnwäsche ist dann die Voraussetzung, um dann eben ja immer erfolgreich mitwirken zu können bei dem diktatorischen Handeln der Gesellschaft, ja, und deswegen ist es eben so, dass all die Leute, die gerade im rumlaufen und die ein tiefes Misstrauen gegenüber diesem Staat haben, dass das nicht die Verrückten oder die Spinner sind, sondern es ist genau umgedreht. Ja, also die gerade über die anderen lästern, dass die ja so ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Gesundheitswesen und dem Staat haben und so weiter. Und die das beklagen, wie können die nur und so weiter. Das sind die Wahnsinnigen, die selber halt nicht ihre eigene Gehirnwäsche reflektieren können. Das sind eigentlich die armen Totalopfer, ja, und diese 20-30%, das sind die Intelligenten, die irgendwo noch ahnen, auch wenn sie sich dann oft leider dann versteigen in irgendwelche Verschwörungstheorien, also übers Ziel hinausschießen. Aber so diese Ahnung oder dieses tiefe Misstrauen dieser Pseudodemokratie gegenüber diesem kranken, nein, also, eigentlich mal sage ich es gerade falsch, dieses tiefe Misstrauen der Marktwirtschaft, die immer eine Diktatur ist, gegenüber, das ist berechtigt, ganz einfach. Und damit ist auch das tiefe Misstrauen gegenüber den Gesundheitssparten tausendfach berechtigt, ja? Also wie gesagt, wenn ich in eine Arztpraxis oder in eine Klinik betrete, sind bei mir alle Alarmglocken immer an, denn ich komme aus der Gesundheitssparte und ich weiß, dass alles darauf angelegt ist, mich in einen schwerkranken, chronisch kranken, in einen Dauerkunden zu verwandeln und dass ich dabei auch jederzeit sterben kann, denn wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Also wenn ein System so viel Tendenzen hat, Menschen krank zu machen, ja, dann macht es, bringt es auch viele um, ja, denken Sie nur dran, ich würde in eine Klinik betreten und werde infiziert mit einem Krankenhaus-Killerkeim, weil natürlich das Personal gar nicht die Zeit bekommt, weil das würde ja Geld kosten und Geldverluste bedeuten, sich ordentlich desinfizieren zu können. Also werde ich infiziert mit einem Krankenhaus-Killerkeim und dann sterbe ich daran. Und dann hat mich die Gesundheitssparte umgebracht. Ne? Also ich weiß, betreten einer Praxis, ja, wie der Arzt geschrieben hat, der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, das Gesundheitssystem ist in weiten Teilen zu einer der größten Gefahren für unsere Gesundheit geworden und ich würde sagen, für unser Leben geworden, ja, und insofern, es ist genau umgedreht. Die im Moment darüber schimpfen, wie können die Leute nur so diesem System und dem Gesundheitssparten misstrauen, ist genau umgedreht. Wie kann man so gehirngewaschen sein, dass man nicht versteht, dass die Marktwirtschaft die Hölle ist? Und all diese Leute wollen uns weismachen, dass diese Hölle doch toll sei. Das ist der Hammer. Das ist schon der Hammer. Ja, wie gesagt, und das hat der Weltrat aufgedeckt, the World Council of Wise People aufgedeckt, ja.
Und ist ja auch die einzige echt wissenschaftliche Instanz auf der Erde, die wir noch haben, der einzige Verwalter von Wahrheit, ne? Ja, und wie gesagt, in der Evolution, man ist ja drauf gekommen, wenn man ganz genau alle Daten sammelt und alle Hinweise in der Evolution, der Paläobiologie, Paläoanthropologie und, ja, alles, alle Wissenschaftsgebiete und immer alles sammelt, was es an Hinweisen gibt, auch wenn die einzelnen gehirngewaschenen Professoren der Universitäten natürlich bestimmte Dinge gar nicht erkennen wollen, weil alle sind ja gehirngewaschen. Wir leben in der besten aller möglichen Welten und ach ja, und die alles, was wir heute haben, ist ja natürlich und so weiter. Und der Mensch ist ja, da wir heute monogam leben, muss ja auch die menschliche Naturlebensform, auch die genetische Lebensform auch monogam sein, was natürlich völliger Quatsch ist. Es kann ja auch sein, dass die Gruppenehe-Lebensform, also die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehen-Lebensform, eben nur unterdrückt wurde, weil eben die Menschen in der Monogamie mehr zur Kaufsucht und Konsumsucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht und so weiter, weil sie sexuell nicht voll befriedigt sind, eher zur Konsumsucht neigen. Und weil dieses Wirtschaftssystem eben grundsätzlich Konsumsüchtige erzeugt und braucht, ja. Also insofern war das dann klar, dass eben vor 400.000 Jahren ungefähr begann die Erfindungskette Tauschhandel, also Tauschhandel, Markt, Ferntauschhandel. Und damit sind wir in die Falle der teuflischen Wirtschaftssysteme gedappt und dann kamen so solche Wahnideen wahrscheinlich aus den Waffensparten heraus, dass man auch noch Bürgerkriege und Revolutionen als Geschäftsmodell brauchen könnte. Und dafür wurden solche Wahnsinnigen wie Karl Marx unterstützt, ja, dessen Fans, die dann eben den Leuten den Waffensparten Revolutionen, den Umsatz von Revolutionen geliefert haben und das sinnlos fähige Leute umgebracht haben. Und dann haben sich irgendwelche bescheuerten Bonzen da haben dann eben die Menschen ausgesaugt und ausgeblutet und haben wahnsinnige, ineffiziente, pseudoplanwirtschaftliche, pseudokommunistische Systeme entwickelt, anstatt den gesunden Leistungswettbewerbskommunismus der Bonobos zu imitieren. Das hätte funktioniert. Dieser Kommunismus würde funktionieren. Und dieser Kommunismus ist sehr ähnlich der Gemeinwohlwirtschaft. Das ist eben das kommunistischste, was geht auf der Erde. Und die Marktwirtschaft ist einfach nur die Hölle, ne? Ja, und wie gesagt, die Degeneration, also die Frage wird halt sein, geht es weiter? Ist die Marktwirtschaft unbesiegbar, weil sie jetzt ja schon uns so stark, unsere Gehirnschrumpfung schon so gewaltig ist, die Körperschrumpfung auch, die ist nicht mehr so extrem schlimm wie vor kurzem. Also wir waren wohl, das Auffälligste ist die Gehirnschrumpfung. Die körperliche Schrumpfung ist eigentlich gar nicht so gewaltig, denn wir hatten nur direkt hier in der Zeit der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, dann vor 10.000 Jahren begann dann eine massive Schrumpfung auch der Körpergröße. Mittlerweile, dadurch, dass die Nahrung etwas vitaminreicher wieder wurde, sind wir wieder etwas größer geworden, aber das Gehirn ist nach wie vor immer weiter geschrumpft und also überwiegend bezieht sich das auf die Gehirndegeneration und hier dann auch auf die Frailty, also die zunehmende Gebrechlichkeit der Weltbevölkerung, das bis am Rollator. Hier müsste man einen Rollator sich denken, ja. Ist Marktwirtschaft ist das wie so eine Falle, aus der man dann nie mehr rauskommt? Einmal Marktwirtschaft und dann immer Leiden ohne Ende, Schrecken ohne Ende, unaufhaltsam? Ich fürchte ja.
Ja, weil jetzt tut sich ja nichts. Warum sind die 700 Leute, die unsere Sender, befreundete Sender abonniert haben, warum sind die Leute nicht alle in unserem Samstalk, warum sind die nicht alle in unseren Foren und so weiter? Weil sie es nicht verstehen können, offensichtlich, von was ich rede. Ich rede also und rede und sie verstehen, die Menschen verstehen es einfach nicht, noch nicht mal diese 700. Und die Marktwirtschaft führt zu derartiger Gehirndegeneration, dass man einfach nicht mehr verstehen kann, warum die Marktwirtschaft so teuflisch ist und so schlecht ist für uns alle, ne? Ja, und das ist eben, weil die Leute dann auch die MEMGEA, die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik vom Weltrat und Next Scientists for Future nicht verstehen, nämlich dass der unter Marktbedingungen, unter Marktwirtschaftsbedingungen kann nur der sich fortpflanzen, der vorteilbringende Irrtümer evoluiert. In der Gemeinwohlwirtschaft kann sich nur fortpflanzen, wer Wahrheiten entwickelt, die dann in der Gemeinwohlwirtschaft vorteilbringende Wahrheiten sind. Also wir brauchen eigentlich nur den Schalter umdrehen. Ja? Mehr ist es nicht, was zu tun ist. Und das machen wir mit allen möglichen Techniken. Die Techniken sind ja egal, aber die sind nicht so wichtig. Aber hier, also das, die Aufgabe war eben diese, hier die Diktatur der Sparten, Sozialsparten als gefährlichste Sparten, die unterschätzte Gefahr sozusagen. Ja, das gehe ich nicht nochmal alles extra drauf rein. Hier nochmal, das war ja das mit der Idee, mit der falschen Idee, die Menschen wollten die Arbeitsteilung, ich Verkäuferin, du Politiker, aufkündigen, das ist aber offensichtlich nicht der Wunsch der Bevölkerung, ja, denn da haben wir ganz viele Demokratisierungsmechanismen. Auf jeden Fall war insgesamt die Aufgabe, und hier, das macht ja auch die Gemeinwohllobby jetzt gerade falsch, dass sie einfach wieder überhaupt keine, also erstens mal werden dort alle Vorschläge für Verfassungsvorschläge sozusagen und für Verfassungsartikel nicht von repräsentativen Wählerstichproben, hier steht es, repräsentative Wählerstichproben sollten über die Vorschlägegruppen der Artikel der neuen Verfassung konsensieren, dann Gewinnergruppe aufspreizen, auf 5 Varianten nochmal konsensieren und so weiter. Und was haben wir gemacht? Man hat zugelassen, dass irgendwelche Sektierer und Sektendenker, die auch gestern, das war ja hochinteressant in der Anstalt, ja, da wurde nochmal so deutlich gemacht, dass hinter allem diese Anthroposophen Rudolf Steiner Sekte steckt. Überall. Man kann sagen, zurzeit hatte gerade die Anthroposophen Sekte einen Großangriff auf ganz Deutschland gemacht, ausgehend von Baden-Württemberg, ja. Und das haben die in der Anstalt wunderschön aufgezeigt, wie überall und hinter allem die Anthroposophen und die Rudolf Steiner Sekte steckt, ja. Das habe ich ja aber auch schon vor Monaten gesagt, dass das die große Gefahr ist. Und, aber auch die haben jetzt die Gemeinwohllobby kaputt gemacht, denn da, diese Sekte hat zum Beispiel unsere natürlich einzigen kompetenten Verfassungsänderungsvorschläge rausgeschmissen und lässt jetzt irgendwelche Sektenleute, das ist das Diktatorische bei diesen ganzen Verfahren, dann wird so getan, als würde die Bevölkerung abstimmen. In Wirklichkeit sind nur ein paar Sektenspinner, die dann natürlich sich eine Verfassung sozusagen zusammenwählen, die natürlich ihrer Sektenspinnerei entspricht. Und das hat dann mit einer Verfassung, die quasi von repräsentativen Wählerstichproben, wo erstmal alle, überhaupt auch alle gesellschaftlichen, wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen völlige Offenheit hatten, wirklich alle
Paragraphen, Vorschläge einzubringen, davon ist das ja alles unendlich weit entfernt. Ja? Also, insofern und alles, also ist das auch wieder nur ins Diktatorische abgerutscht. Aber gut, ich fasse zusammen, ich gehe nochmal zurück auf die Ausgangsfrage. Wo war die? Die Ausgangsfrage war hier. Die ideale Wirtschaftsform darf Sozio- und Psychopathen antisozialer Persönlichkeit kein schlechtes Tun erlauben. Ja, das heißt also, wie macht man das? Ich könnte jetzt die ganze Seite der Partei des Gemeinwohls vorlesen, aber ich sage nur den einen Satz. Bei jedem, der Geld verdient, wird gemessen das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Also bei jedem, der Geld verdient, bei jedem Politiker, bei jedem Journalisten, bei allem wird nur noch gemessen, was macht der, hat der für Folgen? Schadet er den Menschen oder nutzt er den Menschen? Wir machen also das, was die Bonobo-Frauen schon gemacht haben, was die Frauen also in der Gruppenehe machen. Wir gucken, wer schenkt gut, und zwar echtes Gutes und nicht nur Scheingutes. Und damit wir wirklich unterscheiden können, ist es Scheingutes oder echtes Gutes, gucken wir, ob es das, wie sich's verändert. Wir messen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jeder Person, die Geld verdient. Überhaupt jeder tätigen Person. Und dann gucken wir mal. Und wenn man dann bei NGOs, bei den Geschäftsführern, die Geld verdienen, aber auch überhaupt, weil da wir überall ja gucken, mal gucken, was diese auf die Welt für Auswirkungen haben, dann wird man bei den NGOs feststellen, dass die überall Schlechtes tun, Schäden anrichten, damit die Leute besser ansprechbar sind. Also man kann einfach mehr Spenden sammeln, wenn man überall noch hungernde Kinder in der Welt hat und davon schöne Fotos zeigen kann, dann kann man die Menschen besser dahin manipulieren und besser abzocken und sie zu Spenden bewegen für die Hungernden in der Welt. Also diese NGOs tun alles, um Lösungen, die den Hunger in der Welt von heute auf morgen abschaffen könnten, zu verhindern. Solche Lösungen haben wir ja bei den Next Scientists for Future, ne? Ja, also, das war's. Ja, tschüssi, bis bald. Ach so, und dann werden natürlich die Verdienstzuschüsse danach ausgeschüttet. Wer Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner besser verbessert als andere, kriegt die größten Verdienstzuschüsse. Und wer Schäden anrichtet, kriegt natürlich überhaupt keine Verdienstzuschüsse und geht pleite. Ja, und so, das ist Gemeinwohlwirtschaft. Das ist genau das Gegenteil von Marktwirtschaft. Ja, tschüssi, bis bald.